Hi YouTuber, Trapperbees 1974 hier an einem wunderschönen Sonntagnachmittag. Und heute geht es bei mir um Fehlkäufe bei Messer. Viel Spaß dabei. Ich habe soeben einen neuen Schlafplatz gefunden. Den werde ich im Laufe der nächsten Woche mal testen. Vielleicht gibt es auch ein nettes Video dazu, mal schauen. Wisst ihr, was das für Raupen sind? Auf den Brennnesseln? Habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Aber die sehen nicht ungefährlich aus. Sind schwarz und haben so richtig 5-6 mm lange Stacheln und haben so silberne Pünktchen. Muss ich mal nachher zu Hause nachforschen, was das für welche sind. So, kommen wir nun zum Messer. Es ist ein Produkt von der Firma FES aus Solingen. Von FES habe ich bereits seit über 20 Jahren 3 oder 4 Herrenfolder und die funktionieren immer noch tadellos. Da habe ich gedacht, probierst mal ein Survival-Messer aus. Das Messer an sich sollte bei mir sowieso nicht viel Funktion haben, sollte mehr ein Messer für meinen Rucksack sein, so eine Art Ersatzmesser. Und eigentlich passiert mir das selten, dass ich ein Messer kaufe, wo ich dann nicht mag, weil ich mir die Messer gerne vorneweg anschaue, sie in der Hand halte, wenn es geht, schnitze ich ein bisschen damit. Diesmal war es aber anders, ich habe es aus dem Internet bestellt. Ja, und jetzt zeige ich es euch mal. Fangen wir mit der Scheide an. Hier haben wir einen Kompass, der leider fehlerhaft ist. Wenn ihr schaut, zeigt er da nach Süden. Süden ist aber hier. Also der läuft nicht so ganz genau. Aber gut. Hier haben wir so ein cordless, ganz normale Schnur. Da haben wir hier ein Lineal quasi und hier, was ich recht cool finde, die Morsezeichen. Was ich wiederum ein bisschen lustig finde, ist, dass man hier die Winkelmaße hat. Ich denke, jeder Mensch weiß, was 45 oder 90 Grad sind beispielsweise. Aber naja, gut, haben sie angebracht. Was ich auch sehr cool finde an der Scheide, da ist hier eine Trillerpfeife. Probier sie mal aus. Also Hund reagiert drauf, aber ist jetzt nicht die lauteste. Naja. So. Dann haben wir auf der Rückseite hier so eine Art Tresor. Für Notgroschen wahrscheinlich gedacht. Also ich habe es schon ausprobiert, da passen ziemlich genau 10 Euro in Münzen rein. Man könnte aber auch Angelgewichte oder sonst was reintun. Aber ich denke, das ist für Münzen gedacht. So, dann haben wir hier so eine Art Namensschild, wo man Name und Adresse draufschreiben kann. Und eine Gurtelschlaufe. Kommen wir zum Messer. Das wäre dieses hier. Marco Polo Survival Knife. Und so sehr ich die Firma FES mag, bei diesem Survival-Messer haben sie voll in die Tonne gegriffen, muss ich sagen. Ich sag euch jetzt auch gleich warum. So, was ich vergessen habe, in der Scheide ist auch noch jede Menge Ausrüstung oder ja, Kleinigkeiten halt. Da ist so ein Behälter drin. Und das Messer wird quasi oben drüber reingeschoben in die Scheide. Bei der Beschreibung, also die habe ich jetzt nicht dabei, die Verpackung, aber
Da habe ich lachen müssen, da stand drauf, dieser Behälter ist auch als Behälter nutzbar. Fand ich ganz lustig. Das ist so, wie wenn man sagt, bitte nicht die Füße in den Rasenmäher stecken. So in der Art. Ja, fand es halt ganz witzig. So, der Behälter an sich ist gar nicht schlecht. Da ist oben eine Lupe. Und innen haben wir so eine Fadensäge, Streichhölzer, einen Schleifstein, Pinzetten, ein Skalpell. Verschiedene Sachen drin. Und das ist gar nicht mal so schlecht. Und ich muss auch sagen, die Idee der Scheide mit den Morsecodes und so und Lineal ist auch gar nicht schlecht. Also andererseits sieht man ganz klar, auch wenn man sich das Messer anschaut, dass es ein absoluter Theoretiker erschaffen oder designt hat, der noch nie wahrscheinlich so ein Survival-Messer in der Hand hatte und damit arbeiten musste. Aber gut, kommen wir nun zum Messer. Warum ist es ein Fehlkauf? Kann ich euch ganz einfach sagen. Es liegt einfach total beschissen in der Hand. Also dieser Dreieck hier, der dient meiner Meinung nach nur einem Zweck. Und zwar, dass er da in die Scheide reinpasst. Und somit das Messer nicht rausfliegen kann. Was sie sich sonst dabei gedacht haben, da komme ich einfach nicht drauf, ganz ehrlich. Vielleicht weiß es jemand von euch. So, ich halte mal das Messer. Also wenn ich es so halte, dann fühlt es sich mal gar nicht mal so schlecht an. Ja? Aber es kommt einem vor, als wäre die Klinge viel zu weit entfernt vom Geschehen. Also wenn man damit arbeiten muss, das ist recht ungemütlich, muss ich sagen. Ich sehe mich sehr gezwungen, hier vorne reinzugreifen. Da wäre zum Beispiel eine Fingermulde viel besser angebracht gewesen. Stattdessen haben sie da einen Flaschenöffner reingemacht. Und dann greift man so rüber und hat einen Daumen auf der Säge, die übrigens auch nicht so nutzbar ist. Die dient vielleicht, um Draht durchzuschneiden, aber nicht um zu sägen. Ja. Die Schneide an sich ist gar nicht schlecht. Also ich habe sie jetzt mal bearbeitet und ein bisschen damit rumgeschnitzt. Ja, wäre brauchbar, aber ich bin mir sicher, bei meiner Herangehensweise mit Messern würde ich diesen Billigkunststoffgriff recht schnell zerbersten und zerfetzen. Ja, also es mag wohl Leute geben, die so ein Messer gut finden, aber ich kann leider nichts damit anfangen. Da ich das Messer auf Deutsch gesagt richtig scheiße finde, möchte ich auch gar nicht mehr groß drauf eingehen. Pluspunkte, muss ich sagen, sind gewisse Ideen an der Scheide und diese Ausrüstungsbox hier, die ist ganz brauchbar. Ist aus Kunststoff, aber die Lupe funktioniert 1A, die habe ich ausprobiert. Zum Kompass muss ich sagen, wenn man schon mal einen Kompass reinmacht, dann scheißt man auf die 4-5 Euro mehr und macht einen gescheiten Kompass rein, ansonsten lässt man sowas bleiben, meine Meinung. Und viel mehr gibt es zum Messer eigentlich nicht zu sagen. So, was mache ich jetzt mit dem Messer? Also logische Schlussfolgerung wäre verkaufen oder verschenken. Aber das werde ich nicht machen, weil ich möchte nichts weiterverkaufen oder verschenken, wo ich selber nichts davon halte. Das wäre ja so, wie wenn man sich selber anlügen würde. Also das wäre Beschiss, meiner Meinung nach. Von daher würde es ein Schulungsmesser, denke ich mal. Ich glaube, ich werde es nutzen, um aufzuzeigen, wie so ein Survival-Messer nicht konzipiert sein sollte. Ja, also was anderes kann ich mir nicht vorstellen, abgesehen vom Mülleimer. Ja, an dieser Stelle ein Rat von mir.
Wenn ihr wichtige Messer euch besorgt, also nichts zum Spielen oder Vorzeigen, sondern wirklich Expeditionsmesser und so, geht in den Laden, lasst euch beraten, haltet die Messer in der Hand, arbeitet ein wenig damit. Und wenn ein Verkäufer damit nicht einverstanden ist, dann geht man einfach zum nächsten Verkäufer. Von 10 Messerverkäufer trifft man garantiert auf 2-3 Stück, die Ahnung von der Materie haben. Und die haben dann sicher auch kein Problem, euch ein Messer zu überlassen, wo ihr ein bisschen testen könnt, ja? Ja, das war's von mir. Ich werde jetzt hier noch ein wenig die Sonne genießen. Ein bisschen über meine nächsten Touren nachdenken. Und euch wünsche ich noch einen schönen Sonntagabend. Haltet die Ohren steif und bis zum nächsten Mal. Euer Dropper Beast.